Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Im letzten Part bin ich hier stehen geblieben und es ist auch wirklich schon eine ganze Weile her, seit ich aufgenommen habe. Bevor ich in Urlaub gefahren bin nämlich. Und ja, jetzt sind wir hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich an den Schatz kommen soll. Ich sehe hier auch nichts, wo ich mich irgendwie festhalten könnte oder was weiß ich. Und ich würde sagen, ich checke jetzt erstmal ganz kurz den Sound, ob das so okay ist. Eine Sekunde bitte. Alles funktioniert perfekt. Die Lautstärke ist optimal. Und ja, jetzt können wir auch endlich weitermachen. So, erst nochmal ganz kurz gucken. Kann man hier wirklich nirgendwo lang? Ich glaube, über mir... da ist auch nichts. Also man müsste eigentlich schon irgendwie... Nee, so nicht. Alles klar. Also ich habe keine Ahnung, wie ich zu dem Schatz komme. Ist ja auch egal. Ich gehe erstmal weiter. Jetzt ist nur die Frage, wo geht's denn lang, ne? Wow! Wow! Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Okay, stimmt. Da waren ja die Dinger. Keine Panik, Carla. Die sind absichtlich dort. Und so eine scheiß Spinne. Ist jetzt runtergefallen? Ich hoffe, die ist jetzt da runtergefallen. Sonst habe ich ein kleines Problem. So, und ich hoffe, kein Kater wird in dieser Aufnahme stören oder sonst irgendwas. Soll ich wirklich da runter? Moment, ich will erst noch mal ganz kurz gucken. Kann ich vielleicht da lang? Nee, da kann ich auch nicht lang. Wow, das war knapp. Also ich bin mir sicher, dass ich dort hoch muss. Da muss ich auf... Oder muss ich... Also von da oben bin ich gekommen. Glaube ich. Glaube ich? Ja, von da oben bin ich gekommen, genau. Und jetzt will ich erstmal darüber. Wie komme ich darüber? Ah, also doch. Alles klar. Ich muss wirklich erst wieder runterklettern, damit ich nachher wieder hoch kann. Ist das nicht toll? Spieledesign ist wunderbar. Ah! Boah. Das war jetzt knapp. Schafft sie das? Ja, locker schafft sie das. So. Ups. Oh nein. Die ist echt abgestürzt. Cool. Wow, wow, wow. Boah. Okay, ich muss erst wieder Maussteuerung. Nicht vergessen, Maussteuerung. Ich muss mich da erst wieder dran gewöhnen. So. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man lange nicht gespielt hat. Und was macht die Kamera? Ich verstehe es nicht. Naja. Und ja, es sollte nicht mehr ruckeln. Ich habe es ja schon in meinem Info-Video gesagt. Es sollte in Zukunft nicht mehr ruckeln. Und wieso wackelt sie denn heute so? Denn ich werde jetzt alle Dateien, die ich aufnehme von Fraps, werde ich jetzt auf meine externe Festplatte speichern. Und irgendwie funktioniert das ziemlich gut. Habe ich so das Gefühl. Nein. Jawohl, so funktioniert es doch. Hey, cool. Ich glaube, das war sogar der richtige Weg. Dann gehe ich jetzt erstmal hier lang. Und ich weiß nicht, oh, hier erwartet mich doch irgendwas Hässliches. Wie kann ich nochmal die Waffe wechseln? Auf R war das, genau. Lad mal nach. Nachladen. Na, erst Spinnen sind okay. Aber ich dachte, hier kommt noch mal was richtig Ätzendes. Na, anscheinend nicht. Ist mir auch recht. So. Ich dachte echt, hier kommt noch was... Naja, wir werden es ja sehen. Vielleicht kommt es ja auch noch. Erst noch mal hier einen Schatz irgendwo. Habt ihr nicht irgendwo einen Schatz hier versteckt? Natürlich haben sie... War ja klar... So, und jetzt war das doch ganz komisch. Ich muss mich da dranhängen. Und dann... Wow. Okay, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung ich genau muss, aber ist ja, glaube ich, auch egal. Oh, ist das cool. Guckt euch das mal an.
Oh, besser als in jedem Zirkus. Ah. Aha. Wow. Vor allem, wie sie da drauf stehen kann. Guckt euch das an. Das geht gar nicht. Naja, sie ist Lara Croft. Sie ist der Tomb Raider. Der Grabräuber. Ja, also schon ein bisschen, ne? Lara Croft ist ein bisschen ein Grabräuber. Das sieht nicht gut aus. Wenn ich da reingehe, bin ich Matsch. Ah, muss ich mich auch dranhängen? Warum hat sie das jetzt gemacht? Warum hat sie das jetzt gemacht, Leute? Ah, ich bin hier. Wunderbar. Schnell! Okay. Diesmal nichts überstürzen. Boah, ey. Da ärgert sie mich echt. Okay. Das probiere ich gleich nochmal. Ich habe mir keinen Timer gestellt. Ach Mist. Ich stelle mir ganz kurz noch einen Timer. Ich sage jetzt mal, 5 Minuten sind rum. Einfach geschätzt. Wuhu! Sie hat sich sogar festgehalten. Vergesst es. Boah, sie war in der Wand drin. Ja. Guck mal. Boah, ganz knapp. Boah, das hat sie geschafft. Alles klar, ich stell's nicht in Frage. Ich stell's einfach nicht in Frage. Sie hat es ganz gut geschafft und da bin ich auch echt stolz auf sie, ja. Sie hat's wunderbar gemacht. Heb dich fest. Oh. Ich glaube, da kommt irgendwie was ganz Ekliges gleich. Ja, scheiße. Ich sehe überhaupt nichts. Boah. Boah, okay. Muss ich hier jetzt echt wieder runter? Aber was war dann der Sinn, dass ich hochgehe? Naja, wir werden es ja sehen. Da leuchtet es auf jeden Fall, also. Nein, Lara. Da lang, genau. Wupp, 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 wupp. Überlebt sie das? Ich gehe einfach an die Kette dran, ne? Das wäre, glaube ich, so die beste Lösung. Spinny! Herr von und zu Spinne! Was soll das? Bam! Bam! Und bam! Totgetreten, mal wieder. Das ist doch wunderbar. So. Und ich habe mich jetzt übrigens entschieden. Ich weiß nicht, ob ihr mein Infovideo schon gesehen habt. Mein, ja, relativ neues. Mein neuestes. Hier von wegen, warum so lange nichts kam und bla bla bla. Jones hat mir, ja, ich muss langsamer sprechen, Tomb Raider Anniversary geschenkt, ne? Da erinnert ihr euch sicherlich dran. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich mache das nicht direkt im Anschluss zu Tomb Raider Underworld, sondern ich habe da eine ganz kleine Pause dazwischen. Sonst wird es einfach zu eintönig, die ganze Zeit nur Tomb Raider, ne? Das, ich will ja auch nicht, dass ihr dann denkt, jetzt schon wieder Tomb Raider, ist ja auch langweilig. Sondern ich will ja immer ein bisschen Abwechslung reinbringen. Deswegen gab es jetzt auch so eine lange Pause von Ratchet & Clank. Was macht die denn? Oh, ein Schatz. Wunderbar. Aber eben,
Tomb Raider Anniversary kommt auf jeden Fall, aber nicht direkt im Anschluss zu Tomb Raider Underworld. Das Spiel ist auch, glaube ich, nicht mehr so. Ich dachte gerade, das wäre ein Spinn. Das Spiel ist auch nicht mehr so lang, also so viel gibt es jetzt auch nicht mehr zu sehen. Und ich sehe schon, was ich hier machen muss. Oder ich denke, ich weiß, was ich hier machen muss. Da kommt sie nämlich nicht hoch. Hä? Ach so. Toll. Ja, mehr wollte ich aber eigentlich auch gar nicht sagen. Ne? Tomb Raider Anniversary kommt, aber nicht sofort. Und jetzt muss ich den blöden Steinblock, den ich da extra hingestellt habe, um an den Schatz zu kommen, den muss ich jetzt da hinschieben. Bisschen schneller, wenn es geht. Ja, so geht es doch schon besser. Wie sie sich einfach drehen kann. So. Jetzt funktioniert es. Aber daran kann ich mich sogar auch noch erinnern. Also nicht genau, wie es funktioniert. Oh nein, was macht sie? Boah. Zwar nicht genau, wie das hier funktioniert, aber ich kenne die Stelle noch. Also ich weiß, dass man da springen, Lara. Dahin muss. Ja, ja, das kenne ich alles noch. Wunderbar. Das war jetzt ein Medipack, kann das sein? Ups. Nein, wie nimmt man nochmal die Medipacks? M? N? Q? Nee. Ach, keine Ahnung. Das werde ich schon noch irgendwie rausfinden. Komm, fahr wieder zurück. Dich will keiner. So. Okay, Lara. Das war jetzt gruselig. Das war nämlich nicht meine Absicht. Ich lasse mir jetzt schön Zeit. Nichts überstürzen. Muss ich dann eigentlich nach links oder rechts? Nach rechts, so wie ich das gerade sehe. Jawohl! Und jetzt schnell! Oh! Okay. Aha! Leute! So komme ich da hoffentlich dran. Ja, wieso? Ah, damit kann ich mich runterlassen. Ja, ja, ist klar. Und zwar mit E kann... Genau, so war das. Ich komme wieder in die Steuerung oder ins Spiel rein. In die Steuerung. Ich komme in die Steuerung rein, Leute. Das ist sicher unangenehm. Ja, was tut man nicht alles, um irgendwelche Schätze zu bergen oder zu heben oder zu... irgendwelche Viecher zu töten? Was tut man da nicht alles für? Okay, weiter runter geht's gar nicht. Dann braucht sie jetzt Schwung. Sie braucht Schwung. Sie braucht Schwung. Okay, so auch nicht. Oh, die Blubberblasen, ey. Blub, 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 blub. Und immer die Ladezeit. Okay, wie war das nochmal? Dieses Geschwinge und geradeaus wegspringen, also in die Richtung, wo man schwingt. Das war doch schon hier in... im zweiten Level in Thailand. In Thailand war das doch schon das Problem, oder? Ah, okay. Alles klar. Hab's wieder. Hab's wieder. Boah. Mach keinen Scheiß, Lara. Okay, was haben wir hier? Ein Schatz. So einfach kann man sich's mit einer Pistole machen. Mit einer Betäubungspistole machen. Nein, Ausrüstung war das. Nein!
Waffen. Nein, Moment. Ah, Waffenauswahl war es. Genau. Nee, ich nehme jetzt aber wieder... Maschinenpistole ist leer, dann kommt jetzt... Sturmgewehr. Das war doch cool. Das hat mir damals echt viel Spaß gemacht. Uah! Ha, geschafft. Hui, was ist denn das? Sieht aus wie ein Haken, wo ich mich dranhängen kann. Jetzt ist nur die Frage. Jetzt habe ich hier zwar was aktiviert, aber... Ich muss trotzdem noch darüber. Ah, okay, ich probiere mal was aus. Jawohl, okay, alles klar. Ausprobieren lohnt sich in dem Spiel. Ich probiere einfach ein paar Sachen aus und sieh, das ist sogar richtig, es funktioniert. So. Und jetzt mach kein Salto. Ich habe gerade gedacht, sie macht jetzt wieder ihr Salto und zeigt so, ich bin so cool, ich kann alles. Aber hey, Lara Croft kann auch wirklich alles. Guckt euch die Frau doch mal an. Da, jawoll. Oh. Alter. Alter. Tja, der kommt mich wohl nicht mehr an Weihnachten besuchen. Naja. Oh mein Gott, seht ihn euch an, du blöder Arsch. Bam. Easy peasy. Null Problemo. Nein, kletter, kletter. Oh, okay, sie klettert. Sie klettert. Ja, bis... Moment, ein bisschen höher. So, so geht es. Jetzt muss ich nach links, jawohl. Ja, alles klar. Ich hab's begriffen, wie sie genau dahin springt. Alles klar. Und da kann ich hoch. Aber warum sollte ich da hin? Ach, das ist der Schatz vom Anfang, oder? Mach mal die Taschenlampe aus jetzt. Okay, also ich finde hier doch noch ein paar Schätze. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten. Ja, erstmal schön hinjustieren und dann geht's weiter. Cool, ich habe ein kleines Geheimnis gefunden. Eine dunkle Höhle. Wow, die ist ja so dunkel und gemein und sie springt fast durch die Wand. So. Kamera. Ich sehe nichts. Leute, ich sehe nichts. So. Jetzt geht's wieder. Mann, die Kamera spinnt ein bisschen. So, ich mache ich immer 20 Minuten. Ich weiß gar nicht, habe ich immer 20 Minuten gemacht, weil ich bin jetzt bei, jetzt wäre ich bei 17 und ich glaube, das ist auch ein optimaler Zeitpunkt, um das Video zu beenden. Ich hoffe, ich bin bei 17. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. In dem nächsten Part werden wir da hochgehen. In Yan Mayen. Und ich bin echt mal gespannt, was wir dort oben finden werden. Wenn wir überhaupt was finden werden. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.